Willkommen bei einer weiteren Episode für mein Ultimate Team Let's Play. Es ist mal wieder an der Zeit, es ist Finalzeit, denn ich habe es mal wieder ins Finale vom ESPN FC Tournament geschafft. Ein sehr langwieriger Name oder ein doch etwas längerer Name. Man sieht es, ich stehe wieder im Finale. Das Halbfinale konnte ich anscheinend nach Elfmeterschießen gewinnen. Ich habe es irgendwie gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Und ja, es gab ja die Möglichkeit, dass ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Geld, dass ich vielleicht ja einen neuen Spieler kaufe, aber momentan weiß ich irgendwie nicht so wirklich, wo es hingehen soll. Ich kann natürlich weiter mein Serie A-Team formen, kann mir zum Beispiel dann Neymar holen, hier Hernandez und dann hier Malavezzi, aber irgendwie bin ich überlegen, ob ich bin gerade irgendwie total unentschlossen. Ich könnte 4-1-2-1-2 weiterspielen, ich könnte aber auch mir ein neues Team machen und wieder doch zum 4-3-2-1 zurückwechseln und dann halt eine ganz neue Liga wählen. Gibt auch immer wieder Leute, die sagen, hey, lass das doch mit Serie A. Und ja, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen unentschlossen, was ich machen soll. Ich weiß es irgendwie gerade nicht so wirklich. Von daher, ja, habe ich mir jetzt gedacht, ich probiere jetzt noch das Finale zu gewinnen. Dann habe ich nochmal ein paar Coins mehr. Dann kann ich vielleicht auch das League 1 Team verkaufen. Dann habe ich nochmal ein paar mehr Coins mehr. Und dann kann ich halt wirklich habe ich auf jeden Fall Raum, entweder dieses Team zu verbessern oder ich verkaufe auch das Team und fange ein komplett neues Team an mit einer anderen Liga. Das sind alles Möglichkeiten, die ich habe. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage auf Facebook. Wenn das jetzt online ist, dann hat die Umfrage vielleicht schon vor 2 Wochen gegeben. Who knows? Und dann in der nächsten Episode gibt es dann eine große Umkrempelei. Wer weiß. Von daher, seid darauf gespannt. Also es kann sein, dass Episode 61, wenn es 61 ist, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das mit den Zusammenfassungen hinbekomme, dann aussehend, also die nächste Episode kann dann vielleicht eine große Umstrukturierungsfolge werden. Wie dem auch sei, wir konzentrieren uns jetzt hier voll auf das Turnier, denn es gibt 7500 Münzen zu gewinnen. Und die können wir natürlich gut gebrauchen, wenn wir das Ganze umstrukturieren wollen. Also von daher, voll motiviert in dieses Finale 7500 Münzen zu gewinnen. Und dann müssen wir uns hier nur einen Gegner suchen, weil anscheinend zu dem kann die Verbindung nicht hergestellt werden. Madik war 95. Dann starten wir die Suche neu. Und diesmal klappt es, Zarate Granate heißt sein Team. Er scheint aus Deutschland zu sein, weil er hat irgendwie, glaube ich, Nieder Eschbach oder sowas in seinem Namen drin gehabt. Genau, Nieder Eschbach, Zarate Granate. Das kann ich ja auch, sage ich ja auch, dass der, also ich bin ja auch wirklich sehr zufrieden mit dem Zarate und er hat anscheinend dieses Team um Zarate herumgebaut, denn dieser Spieler steht vorne drin im Sturm, hat dann noch Hulk mit einer 88er Wertung. Das ist natürlich auch mal eine Ansage. Und Lavezzi. Lavezzi, Lavezzi, Lavezzi. Das ist ja auch einer meiner Freunde, die mich immer wieder mal zum Heulen bringen oder kurz davor. Aber das Team war an sich nicht übermächtig. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht so wirklich aufgepasst. Ist ja egal. Das hilft ja alles nichts. Man muss ja trotzdem, egal wie das Team von Gegner ausschaut, einfach das Ding nach Hause bringen, ne? Hier ein ruhiger Spielaufbau von mir. Spielen wir mal jetzt steil, aber die klappen irgendwie nicht so wirklich. Habe ich letztens öfters probiert. So, hier spielt er Fehlpass um Fehlpass oder verliert zweimal fast den Ball. Aber er kann es dann doch noch abwenden, den Ballverlust. Aber dann hier nicht mehr. Also momentan bin ich überrascht, was mein Gegner so zustande bringt. Spielen wir hier in die Spitze. Hamzik hat jetzt hier RCF-Raum. Holt er den Torhüter raus? Total auf Drohung, der Typ. Und es gibt wohl Ecke. Ja. Hat er kurz angedeutet, dass er den Torhüter rausholen wird. Ja, wenn ich da dann gerade flanken kann, dann ist das Tor komplett frei. Von daher, mach das ruhig. Kommt vielleicht hier auf Pato, kriege ich leider nicht hin. Oh, das gibt wohl Foul. Ja, das war klar. Wurde der Spieler umgerissen vom Gegner. Mal sehen, ich kann mir vorstellen, dass er sehr gut einer ist, der irgendwie... Ne, macht es einfach ganz straight forward, nach vorne geballert. Auch gut. Weg damit. Hulk, hier, kann fast den Pass abfangen. Jetzt kommt er von hinten. Hm, also von hinten angelaufen, ne? Nicht, dass jetzt hier wieder irgendwelche... Missdeutungen aus meinem Kommentar hier gerade entstehen. Von wegen, naja, ich hab's ja schon gesagt. So, dann spielen wir auf Hamzik. Machen wir ein Heal-to-Heal. Dann gehen wir zurück auf Mikuli. Und der kann jetzt hier aus... Boah, komm, Pato, tu es. Eieieiei, ganz knapp. Boah. Den hätte Mikuli schon reinmachen müssen. Hier schön abgelegt und dann kann der aus 12 Metern eigentlich locker in die lange Ecke schieben. Und dann ist der Torhüter noch irgendwie dran gekommen beim Nachschuss von Pato. Die kommt ganz gut, aber da hat er noch rechtzeitig einen Torhüter rausgeholt. So. Ball weg. Sehr schön. Schöne Druckphase von mir. Boah.
Das ist aber auch faul. Amero hat sich jetzt auch verletzt. Der wird dann die nächsten Spiele anscheinend. Ja, doch, hat sich verletzt, richtig. Den spielen wir mal hier. Ja, wie spielen wir den mal? Den spielen wir kurz auf Mikuli, der da steht. Hat gut geklappt, ne? Sehr gut. Ich bin begeistert. Muss man aufpassen. Spielen wir mal nach vorne hier auf Kasic. Mir sagt gerade irgendjemand ständig in den Kommentaren, ich müsste es aussprechen wie Smaragd und nicht wie in Seele das S. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Aber ich check es nicht. Smaragd und Seele. Also, ich verstehe es nicht, was ich anders aussprechen muss. Ich sag einfach Krasic. Also, was los? Ich habe keine Ahnung. Egal. Fiel mir gerade nur ein, weil er hat es jetzt zweimal geschrieben unter zwei verschiedenen Videos. Wie gesagt, ich lese ja alle Kommentare. Aber ich habe bis jetzt noch nicht drauf reagiert. Kann ich ja vielleicht nochmal nachfragen. Hier wird jetzt aus der zweiten Reihe vielleicht mit Pirlo schießen. Jetzt aus der... Boah, sauber! Gut gehalten. Da kam er irgendwie glücklich an den Ball bei 16 Metern und dann hat er natürlich da eine sehr, sehr gefährliche Situation gehabt zum Abschließen. Bringt damit Hulk die Ecke und die kommt aufs Tor gezogen raus damit. Krasic am Ball, wie ins Smaragd ausgesprochen. Und hier ein sehr langer Ball. Aber, fast hätte Mikuli den Ball erobert. Und dann spielt er Campiasso sehr schön den Ball raus. Spielen wir kurz zurück und dann hat Mikuli sehr, sehr viel Raum. Spielen wir steil. Sehr schön, sehr schön. Was geht da, was geht da? Spielen wir auf Pato in die Gasse, aber kommt nicht an. Aber Elia mit dem Ball. Spielen wir jetzt nochmal auf Pato. Ach, schade. Sehr, sehr schade, dass es hier nicht zu einem gefährlichen Torabschluss kommen konnte. Mal sehen, was er jetzt hier vorhat mit Hulk. Hier den Ball verlieren. Oh! Ich wollte gar nicht. Oh! 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 Das gibt's doch nicht. Der erste Steilpass eben auf Pato, der war nicht gedacht. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich habe mich komplett verdrückt. Passiert mir ganz selten. Deswegen habe ich so geschockt reagiert. Und danach hätte ich fast in die Spitze spielen können und wäre fast durch gewesen. Und daher war ich nochmal schockiert. Hier oben läuft jetzt der Krasic. Sehr schön. Der wie Smaragd und Seele ausgesprochen wird. Den ziehen wir in die lange Ecke und BÄM! 1-0. 25. Minute, richtig schöner Abschluss. Er hat den Torhüter nicht rausgeholt, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Vollspann abzuschließen, weil ich auch das Tempo nicht rausnehmen konnte, da ein Verteidiger von hinten gekommen ist. Und dann ein sehr, sehr schöner Abschluss mit Krasic. Hat er irgendwie komplett den Abwehrverbund aufgehoben. Hier wird er, ja, wenn sich Leute am Anfang hinstellen beim Anschluss und warten, bis er auf sie zuläuft, dann machen die immer irgendeinen Trick. Und meistens ist der total schlecht. So, dann hat Elia hier und Mikuli. Ziehen wir in die Mitte. Legen wir jetzt in die lange Ecke, der könnte kommen. Boah, wer hat er denn da am Tor? Ich glaube, Buffon, kann das sein? Also, der hat mir jetzt schon zweimal von Mikuli einen rausgefischt. Also, nicht schlecht. Den kommt wieder aufs Tor gezogen. Boah, Mikuli gewinnt das Kopfballduell, aber wen hat er da? Buffon, richtig. Okay. Und dann macht er hier mit Lavezzi. Und jetzt macht er das Spiel breit. Oh, aber der Ball ist zu lang oder zu steil, sodass da der Außenspieler nicht dran kam. Und der Smaragd Krasic hat jetzt hier den Ball. Sehr schön. Legen wir jetzt hier außen steil, aber er kommt zu steil oder war es einfach ein zu flacher Winkel, sodass der Ball da nicht angekommen ist. Oh, fancy gespielter Pass. Dann machen wir jetzt mal hier ruhig und dann auf den Smaragd Krasic mal wieder. Wie gesagt, Smaragd und Seele. Smaragd und Seele. Ich habe keine Ahnung, wie sich da der S-Laut vorne unterscheiden soll. Ich weiß es nicht. Wirklich. Ich bin zu blöd anscheinend dafür. Oh, das war natürlich ein sehr, sehr guter Einwurf. Aber mein Gegner, ich bin nicht so wirklich überzeugt von seiner Spielanlage. Er macht sehr, sehr viele unnötige Ballverluste und spielt sehr, sehr viele Pässe, die dann doch sehr schlecht gespielt sind, wie zum Beispiel dieser Pass. Sehr verrückt. Und dann in der Abwehr hat er solche Stellungsfehler drin, wie ich jetzt hier auf Pato spielen kann. Aber er holt da rechtzeitig den Torhüter raus. Das war natürlich eine Luxussituation gerade. Schade. Das hat er gut erkannt, dass er den Torhüter da rausholen muss, weil er ansonsten durch ist, der Pato. Mein Freund aus Brasilien. Ziehen wir mal in die Mitte mit einer Schusstäuschung. Mann, boah, da wollte ich eigentlich vorbeiziehen. Hier auf Pato, sehr schön gespielt. Zieh mal. Oh, komm, spiel kurz. Na? Boah, Mikuli fast mit der Balleroberung bei. Also man sieht es, mein Gegner hat immer wieder Probleme. Und ich muss mich auf jeden Fall ärgern, dass es erst 1-0 steht. Weil ich hätte aus diesen ganzen Fehlern, die mein Gegner bis jetzt gemacht hat, auf jeden Fall mehr Kapital schlagen müssen. Jetzt macht er das Spiel breit. Ne, er bricht ab. Das hat er gut erkannt. Spielt jetzt in die lange Ecke. Das könnte jetzt hier das 1-1 werden. Sehr schön abgehalten vom Torhüter. Hulk jetzt hier am Ball. Boah, eine Druckphase gerade vom Gegner, wo er einfach, sag ich mal, aus sehr spitzen Winkeln abschließt. Spielen wir auf Pato. Den jetzt aber auf Pato. Lass mal durch. Hat er nämlich einen Stellungsfehler.
Und dann holt er jetzt den Torhüter hier raus, täuscht an. Den spielen wir jetzt in die lange, kurze Ecke und da geht er hier rein. Sehr, sehr schön. Das ist halt, ja, ich habe es in einer ähnlichen Situation schon mal erklärt, das ist das Problem, wenn man den Torhüter so früh rausholt. Da kann er nichts machen, so wie er da steht, kann er nichts machen. Und das ist halt immer so eine Sache, wenn man die Torhüter zu weit rausholt, da hat man dann solche Probleme. Wie gesagt, da war jetzt der Torhüter komplett machtlos, so wie er da stand. Einfach von der Positionierung. Positionierung. So, haben wir jetzt hier dann doch das 2-0 schießen können und haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Da können wir nämlich mal auch mal einen Fehler selber verkraften, den wir irgendwann machen werden. Das ist ja ganz normal in FIFA. Irgendwann macht man einfach die Fehler. Und dann hat er hier wieder einen weiteren Stellungsversuch. Boah, den muss Hamšík da besser durchlegen. Unten läuft Mikkoli, den spielen wir hier. Schade, muss ich wahrscheinlich hochspielen oder mich besser ausrichten. Dann kann ich da in der Gasse besser durchspielen. Und der nächste Abspielfehler. Und der nächste kann sich hier vielleicht Mikkoli wieder durchsetzen, aber er kriegt da wieder den Ball. Ja, also, er ist, denke ich, mit den Situationen, die ich hier nicht vernünftig ausspiele, mit dem 2-0 noch ganz gut bedient. Nämlich, wenn ich das besser mache, dann kann das hier ganz schnell ganz anders ausgehen. So, da hat er jetzt hier wieder, also, ich frage mich ehrlich gesagt, wie er ins Finale gekommen ist, weil er wirklich spielerisch Mängel aufweist. Defensiv und auch offensiv. Und dass er eigentlich mit solchen Fehlerquellen da dann doch so bis ins Finale kommen konnte, überrascht mich. Weil das ist, wie gesagt, für mich ist FIFA ein Spiel, wo derjenige gewinnt, der weniger Fehler macht. Und dadurch, dass er so viele Fehler macht, ist es dann einfach so, dass er nach meinem Empfinden sehr viele Probleme hat, eigentlich normalerweise. Aber okay, vielleicht setze ich ihn auch nur gut unter Druck, wer weiß. Darf man nicht, oder er hat ein schlechtes Spiel. Ich meine, ich spiele ja auch manchmal einfach schlecht. Egal, mein Gegner scheint Umstellungen vorzunehmen oder ja, Wechsel, Formationsänderungen, alles möglich. Kein Wechsel, Formationsänderung vielleicht, Ball weg. Habe ich ja gesagt, wenn er sich am Anfang hinstellt. Das mache ich auch manchmal, aber die meisten Gegner laufen dann trotzdem einfach auf einen zu. Hier, oh, der war eigentlich auch wieder schlecht gespielt, hätte ich locker abfangen können. Hier skillt Dribbling-Versuch, aber ich glaube, das war noch nicht mal bewusst. Damit ist eigentlich der Ball weg, ist er nicht weg, kann ich hier rausspielen zu einer Ecke, schön. Weil das sind immer die gefährlichen Situationen, wenn die Innenverteidigung dann nicht mehr richtig formiert ist, ist man froh, wenn man da den Ball ein bisschen klären kann. So, und Standards sind immer, natürlich immer gefährlich. Spielen wir hier auf Pato, setzen uns oben. Setzen wir uns, nee, hat nicht geklappt. Maicon jetzt hier, spielen wir raus. Raus, habe ich gesagt. Nicht, sag mal, seid ihr auf Drogen? Gut. Ein Spieler von mir verletzt, das ist nämlich Pato, schade. Und dann spielen wir hier auf Hamšík. Setzt uns außen durch, wollte ich sagen. Aber hat er gut zugestellt. So, machen wir ein Roulette. Heel to heel. Ah, war ein Ticken zu spät durch den Roulette. Natürlich dann vom Timing her limitiert. Hier kann ich Hulk. Raus damit. Boah, mache ich einen geilen Rückpass hier auf meinen Torhüter. Und wenn der Hulk irgendwie drankommt, dann ist natürlich, ach du Scheiße, ne? So. Ah, ich bin gerade... jetzt komm schon. Spielen wir Doppelpässe? Klappt aber nicht. Nochmal jetzt hier. So, jetzt aber steil auf Mikkoli. Der kann jetzt hier hoffentlich das Tempo irgendwie aufnehmen. Ja, boah, da hat er natürlich jetzt hier... Hat er Gesellschaft, die ihn begleitet. Und dann kommt er noch irgendwie dran und das ist das 3-0. Und das ist wahrscheinlich die Entscheidung. Da hat er sich natürlich unglaublich gut durchgesetzt. Hier wurde er in die Zange genommen und irgendwie kommt der Ball dann doch noch weit voraus und dann kann er einfach reingrätschen. Und jetzt macht er hier den Double-Touch-Exit. Ich mache den Roulette, bleib auch hängen. So wie er mit seinem Double-Touch-Exit. Aber gerade sieht es natürlich sehr... läuft der Spieler einfach, sag ich mal, am Ball vorbei. Und den... Boah, setzt da an die Latte, Glück gehabt. Hulk, ich glaube 88, Hulk wird sich auch richtig geil spielen, also kann ich mir vorstellen, weil Hulk an sich ist schon ziemlich geil. So, setzen wir uns außen durch, hat er nämlich zu sehr auf den Ball gegangen, haben ein bisschen Raum, aber der Innenverteidiger, oder ich glaube, das, wer ist denn das, Maicon? Ogbana, keine Ahnung. Der ist auch nicht langsam, scheint nicht langsam zu sein. Außen, ha, schön. Roulette, und dann hier in die lange Ecke, aber man hat es gesehen. Der Torhüter hat da gar keine Probleme, braucht sich einfach nur auf die Knie zu begeben und konnte dann den Ball einfach aufnehmen. Den müssen wir jetzt rausspielen. Ja, den müssen wir rausspielen. Ja, den müssen wir rausspielen. Jetzt ist natürlich die Gefahr erstmal wieder gebannt. Spielt er zu schlampig wieder. Hier der nächste, wo eigentlich klar ist, dass er nicht spielen wird. Und dann kann ich ihn hier abfangen und dann spielen wir mal starr. Ach, der Urbaner, der läuft mir jetzt hier schon wieder den nächsten Ball ab. Da muss ich aufpassen, da muss ich vielleicht mal eher kurz spielen. Weil durch solche Steilpässe komme ich anscheinend nicht durch.
Komme ich eigentlich schon fast zu einem abgefangenen Ball? Den wird er jetzt irgendwie... Ja, zack, ist er weg. Das war dann zu einfach gestrickt. Und Hulk jetzt hier... Oh, das kann er mit Lavezzi ein bisschen tricksen. Mein Gegner trickst natürlich auch sehr viel. Was momentan nicht so wirklich gegen mich funktioniert. Werfen wir einfach ab auf Mikuli hoffentlich. Sehr schön, kommt auch. Hulk, Hulk sage ich schon. Alessandro Pato konnte sich fast absetzen. Vielleicht jetzt, auch nicht. Aber er kann auch nicht an den Ball kommen. Wenn sie gespielt, jetzt wird er wieder zurücklegen. Und das ist dann halt offensichtlich. Und deswegen funktioniert es aber trotzdem. Boah, weg da. Ah, shit. Zarate. Oh, boah, den habe ich bis jetzt überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe eigentlich nur noch immer Lavezzi und Hulk gesehen. Und Zarate ist eigentlich bis jetzt ziemlich untergetaucht in dem Spiel. 71. Minute. 1-3. Ist wieder alles drin, sage ich mal, für den Gegner. Klar, also zwei Tore in der... Boah, wenn man natürlich auch solche Pässe spielt, dann ist das auf jeden Fall drin, ne? Hier hat jetzt Pato ein bisschen Raum, kann aber wieder den Ball wieder rausspielen. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen das Ergebnis halten oder vielleicht das 4-1 schießen, damit jetzt hier nicht mein Gegner denkt, boah, da geht noch was und dann nochmal motiviert erscheint. So, jetzt aber mal auf Pato. Kann sich hier schön durchsetzen, sehr schön. Legen wir ab, boah. Ja, das war ablegen, war eine scheiß Idee. War eine richtig scheiß Idee, vor allem bei dem Spielstand. Hätte ich mal sagen können, hey, probierst du mal was Cooles. Aber mache ich nicht. Ich bin doof, ich bin ein Arschloch, dass ich da ablege. Habe natürlich deswegen auch das Tor nicht geschossen. Also, es gibt sowas wie Karma. Das sage ich immer wieder, wenn Leute gegen mich irgendwie blöd spielen. Ja, wenn Leute gegen mich... Krass, ey, wenn das jetzt das 3-2 geworden wäre. Ich hätte mir so in, also an Arsch packen können. Nee, an Arsch beißen heißt das. An Arsch packen können. Was erzähl ich denn für einen Scheiß? Arsch beißen. Ich wollte, das war so eine Mischung zwischen wie an die Nase fassen oder packen und Arsch beißen. An Arsch packen, okay, das machen vielleicht andere Menschen. Ich eigentlich eher nicht. Also zumindest nicht bei anderen Männern. Ah, sehr schön. Wird gerade ein bisschen rot. Egal, ich muss mich mal ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, weil ich hätte mir eben fast in den Arsch beißen können, wenn er dann nämlich das 3-2 geschossen hätte. Dann wäre nämlich hier alles wieder drin gewesen und ich hätte aus einem gemütlichen 3-0 innerhalb von ein paar Minuten eine richtig spannende Partie gemacht. Ist aber immer noch drin, wenn er jetzt hier mit Hulk einkaufen kann oder mit Lavezzi. Raus damit. So, jetzt machen wir mal das 4-1. Das 4-1 machen wir jetzt gleich. Ich kündige es schon mal an, damit ihr euch nicht wundern braucht, dass es gleich fällt. Das, wenn ich mal hier hinten rauskomme, dann wird es gleich fallen. Oh, ich mache eigentlich keine Lernversprechung. So, mal hier raus auf Mikuli. Spielen wir. Oh, der Pato bleibt hängen an Orbana. Oder wer das auch immer ist. Ja, doch, Orbana. Jetzt spielt er mir schon wieder in die Füße. Kann er hier durchziehen? Und über den Torhüter. Oh, leider am Außennetz. Ich wollte eigentlich einen Rambona-Heber machen. Hat aber nicht geklappt. Den Spieler kurz. Boah. Das war natürlich jetzt fast das 4-1 gewesen. Hier, oh. Zieh mal außen durch. Boah, kann er gut. Boah. Vielleicht hier ständig. Boah, kann er gut. Boah, boah, boah. Ich werde gerade richtig nervig, habe ich das Gefühl. Sorry. Manchmal habe ich solche Anfälle. Gut. Ich habe eigentlich noch ein 4-1 angekündigt. Das kann ich jetzt vielleicht schießen. Ja, wenn sich Hamšík nicht denkt, dass er den Pass abfangen möchte. Oh, das gibt Foul. Ja, jetzt hat er, boah, mit Hulk, ich denke mal, Hulk hat so ungefähr 99 Freistoßgenauigkeit und 99 Schusskraft, entscheidet sich aber mit einem anderen Spieler zu schießen. Hätte er mal lieber mit Hulk geschossen. Hätte einfach aufs Tor der Eck schießen können und der wäre drin gewesen, nehme ich mal an. Und hier, boah, macht er jetzt noch das 3-2 in der 90. Minute. Ja, 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 ich habe ein bisschen das Ganze schleifen lassen, wie ich jetzt hier die ganze Zeit gespielt habe. Habe ich am Anfang noch erzählt oder in der Halbzeitpause, dass mein Gegner Schwächen hat? Und dann pfeift der Schiedsrichter hier zum Glück ab, nachdem ich wieder einen schlechten Fehlpass spiele. Und ich kann das Finale gewinnen. Yay! Ist immer das Problem, wenn das so früh entschieden ist, dann kann ich nicht bis zum Ende wirklich die Spannung aufrechterhalten. Aber ich habe dem Gegner nochmal die Möglichkeit gegeben, ranzukommen. Von daher wurde es in der Hinsicht nochmal spannend. Mehr Platz für Pokale habe ich als Trophäe bekommen. 7500 Münzen. Ich denke, mit der ersten Halbzeit und den Chancen, die ich in der zweiten ausgelassen habe, war es verdient. Und das ist jetzt hier der dritte Turniergewinn von dem Turnier. Ist natürlich echt wirklich gut. Oh, der hat sogar mehr Schüsse im Endeffekt gehabt. Okay. Aber ich habe 9 aufs Tor gemacht. Und ich habe auch welche mit Viereck aufs Tor gebracht. Die werden dann nicht als Schüsse gewertet. Und dennoch denke ich, dass das hier verdient war.
Und ja, ich habe es ja vorhin vor dem Spiel angekündigt. Es kann sein, dass es jetzt nächste Episode eine Umstrukturierungsepisode gibt, dass ich eine Umfrage machen werde, was, wie es weitergehen soll. Da werde ich dann mal schauen, ob ich das jetzt gleich mache auf Facebook. Und ja, dann haben wir jetzt hier ein bisschen Coins. Da können wir nämlich ein bisschen was gestalten. Ja, dann sind wir hier am Ende und dann werdet ihr vielleicht Einfluss darauf nehmen können, wenn ihr abstimmt, wie umstrukturiert wird. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess.